Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben es ja bei den Reden schon gehört, das Jahr wird politisch sehr spannend mit den vielen Wahlen, Europa, Kommunal, Landtagswahl, und die Voraussetzungen sind wirklich so gut wie noch nie. Die Stimmung ist gut, uns trägt in der Bevölkerung viel Positives und wir haben so viele Mitglieder, so einen Anstieg, wie wir noch nie hatten. Und vor euch steht eine, die schon lange dabei ist. All diejenigen, die von Anfang der 90er Jahre dabei sind, wissen, dass es nicht immer so schön war. Und deshalb können wir wirklich sehr optimistisch in dieses Wahljahr gehen. Grüne Inhalte prägen unsere Gesellschaft und auch die verschiedenen politischen Beschlüsse. Ein Beispiel dafür ist der aktuelle Beschluss der Kohlekommission, die ja von der Bundesregierung eingesetzt wurde und jetzt im Januar einen verbindlichen, konkreten Plan für den Ausstieg aus der Kohle uns empfohlen hat. Das ist durchaus auch ein grüner Erfolg, der ohne den langjährigen Druck der Umweltbewegung unvorstellbar gewesen wäre. Allerdings müssen wir natürlich dranbleiben, weil der Vorschlag, das wissen wir alle, ist nur ein Minimalkompromiss und der Ausstieg geht uns viel zu langsam und so sind die Pariser Klimaschutzziele natürlich nicht zu erreichen. Leider haben die ostdeutschen Ministerpräsidenten und auch Ministerpräsident Kretschmer, die ja nach wie vor sehr stark auf die Kohle setzen, bei den Verhandlungen gebremst. Wir in Sachsen sind ja mit der Lausitz und dem Südraum Leipzig sehr stark betroffen und in dem Abschlussbericht der Kohlekommission ist ja zum Thema Zukunft der von der Zwangsumsiedlung und Abbaggerung bedrohten Dörfer keine richtige Aussage getroffen. Und deshalb ist es sehr bedauerlich, dass den Menschen in den betroffenen Regionen keine Planungssicherheit an die Hand gegeben wird. Wir Grüne werden auf alle Fälle dafür kämpfen, dass Dörfer wie Pödelwitz und wie Müllrose nicht der Braunkohle geopfert werden. Wir arbeiten ja seit Jahren schon an grünen Konzepten, wie wir den Strukturwandel weg von der Braunkohle hinbekommen. Und gerade gestern, habe ich mir sagen lassen, fand eine ganz tolle Veranstaltung von der Landtagsfraktion in Weißwasser statt, wo wir einfach auch in Bevölkerungsschichten reinwirken können, die wahrscheinlich ansonsten zu uns Bündnis 90 Die Grünen nicht so viel Vertrauen haben. Deshalb ist es wirklich wichtig, auch in diese Region zu gehen und da einfach mit den Leuten zu diskutieren. Damit der Ausstieg aus der Braunkohle endlich Fahrt aufnimmt, müssen die Empfehlungen natürlich schnellstmöglich umgesetzt werden. Die Grüne Bundestagsfraktion hatte in den letzten Sitzungswochen in dem Antrag auch gefordert, dass die Bundesregierung nun endlich schnellstmöglich konkrete Umsetzungsschritte für einen konsequenten Kohleausstieg angeht. Teile der Unionsfraktion sind sehr skeptisch, gerade der Wirtschaftsflügel hat schon angekündigt, das sehr kritisch zu prüfen. Da weiß man ja, was das immer bedeutet. Die SPD möchte das schnell umsetzen, allerdings hat die Umweltministerin ja gerade nicht so einen Lauf. Sie wird da irgendwie nicht so sehr ernst genommen. Es gibt viele Bedenken und das gilt nicht nur bei dem Braunkohleausstieg, sondern das gilt auch für das Klimaschutzgesetz, was Umweltministerin Schulze ja kürzlich vorgelegt hat und was von der CDU/CSU sehr viel Proteste schon ausgedrückt wurden. Auch in der Verkehrspolitik geht es nicht so richtig voran in Sachsen. Ein aktuelles Beispiel ist die Zugstrecke Leipzig-Chemnitz. Verkehrsminister Scheuer plant ja hier den Fernverkehr über die Strecke Borna-Gaitain. Im Deutschlandtag 2030 ist allerdings die Strecke über Bad Lausick Teil des Konzepts. Da fragt man sich, ob die eine Abteilung im Verkehrsministerium nicht weiß, was die andere tut. Wir brauchen auf alle Fälle ein schlüssiges Fernverkehrskonzept für Chemnitz und an der Elektrifizierung über Bad Lausick führt kein Weg vorbei. Alles andere wäre eine Verschwendung von Steuergeldern. Die richtigen Weichen stellt die Bundesregierung auch nicht im Bereich der Rentengerechtigkeit. Ich komme gerade von der Jahresversammlung der Bergleute der ehemaligen Braunkohleveredelung in Borna-Espenhain. Dort kämpfen die Bergleute seit über 20 Jahren für ihre Betriebsrente. Das ist eine relativ komplizierte Materie, allerdings haben sie recht. Und es ist
sehr kompliziert, da eine Lösung hinzubekommen. Ich unterstütze die Bergleute und das Positive ist auch, dass wir Bündnis 90 Die Grünen da sehr viel Vertrauen uns erarbeitet haben, weil von der CDU sind sie schon seit vielen Jahren enttäuscht. Bei der SPD merken sie, die sind in der Regierung und können nichts liefern. Und deshalb wünscht man uns mittlerweile auch in Espenhain und Bonner irgendwie grüne Erfolge. Das ist wirklich eine richtig tolle Sache und wäre vor 5 Jahren so noch nicht denkbar gewesen. Ich erwarte insbesondere beim Thema Rentengerechtigkeit, dass der Gerechtigkeits- oder Härtefallfonds, der ja im Koalitionsvertrag drin enthalten ist, dass der nun endlich kommt. Für Schlagzeilen hat zum Thema Rente ja auch die Grundrente von der SPD vorgeschlagen, geführt. Da gab es auch gleich Proteste von der Union, weil es soll keine Bedürftigkeitsprüfung geben. Die grüne Garantierente sieht sehr ähnlich aus wie das Konzept der SPD. Insbesondere haben wir unser Konzept auch ohne Bedürftigkeitsprüfung angelegt. Es ist wichtig, dass wer jahrzehntelang gearbeitet hat, dass man oberhalb der Grundsicherung ein würdiges Alterseinkommen besitzt. Gerade viele Ostdeutsche, die nach 1990 nur schlecht bezahlt oder befristete Arbeitsplätze hatten, für die ist das sehr wichtig. Und insbesondere in Sachsen würde es, da gibt es Berechnungen, ca. 240.000 Menschen betreffen. Da kann man nur hoffen, dass die SPD sich gegenüber der CDU und der CSU durchsetzt. Einen komplizierten Kompromiss gab es in der letzten Woche auch beim Thema § 219a. Die sachliche Information zu einem Schwangerschaftsabbruch ist mit diesem Kompromiss jedenfalls weiterhin nicht möglich. Wer außer dass Frauenärztin oder Frauenarzt die reine Information auf seine Homepage stellt, weiterführende Informationen, da hat, der ist weiterhin von Strafandrohung bedroht und die Ärztinnen, die jetzt klagen, für die ist es keine Lösung. Und deshalb ist es einfach sehr wichtig, dass wir weiter dranbleiben. Wir hätten ja theoretisch eine Mehrheit im Bundestag dagegen gehabt, das hat aber leider nicht geklappt. Wir als Grüne haben gefordert, dass der Paragraph 219a endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen wird. Und seit heute ist klar, dass wir Grüne, die FDP und auch die Linksfraktion eine Klage vorbereiten, um das eben über den gerichtlichen Weg klären zu lassen. In der letzten Woche wurde nun endlich auch der Digitalpakt im Bundestag verabschiedet, nachdem der Vermittlungsausschuss einen Kompromiss gefunden hat. Der Digitalpakt sieht ja vor, dass der Bund die Länder nun insgesamt mit insgesamt 5 Milliarden Euro für WLAN, Computer und digitale Lerninhalte unterstützen kann. Mitte März muss dann noch der Bundesrat zustimmen. Das Ergebnis ist nicht optimal, es ist ein Kompromiss, weil die Länder natürlich da einiges ändern wollten. Auf alle Fälle ist es wichtig, dass der Schritt in die richtige Richtung geht und wir einem modernen Bildungsföderalismus einen Schritt näher gekommen sind. Zu unseren Kernthemen haben wir in den letzten Wochen auch Anträge im Bundestag eingebracht. Einmal zu unserem mittlerweile auch schon Dauerthema Glyphosat. Da muss die Bundesregierung nun endlich einen Ausstiegsplan mit umweltverträglichen Alternativen vorlegen. Wir fordern ein sofortiges Verbot von Glyphosat im privaten Bereich und auf öffentlichen Flächen. Für landwirtschaftliche Betriebe soll es größtmögliche Anwendungsbeschränkungen geben, um den Einsatz von Glyphosat sofort zu reduzieren und mittelfristig auch ganz zu beenden. Ein Thema, was mittlerweile immer mehr Menschen bewegt, ist der Bereich Plastikmüll im Meer. Die Meere werden ja durch Plastikmüll immer stärker verschmutzt und Deutschland gehört mit zu den Hauptverursachern und muss deshalb endlich Verantwortung übernehmen. In unseren Anträgen fordern wir ein sofortiges Moratorium für sämtliche Plastikmüllexporte in Länder mit schlechteren Müllentsorgungssystemen. Außerdem wollen wir eine internationale Konvention gegen weiteren Plastikmüll im Meer. Wie ihr seht, gibt es sehr viele Themen im Bundestag und unsere Fraktion bringt sich da immer wieder entsprechend ein. Wir können mit unseren Vorstellungen sehr viele Menschen überzeugen und diesen Schwung wollen wir natürlich auch in Sachsen in diesem Jahr mit nutzen und als Rio-Reiser-Fan gefällt mir natürlich der Spruch, das alles und noch viel mehr sehr gut. Ich könnte euch jetzt ein weiteres Lied vorsingen, das mache ich natürlich nicht, da verschone ich euch. Ich zitiere nur die wesentlichen Zeilen.
Wann, wenn nicht jetzt, wo, wenn nicht hier und wer, wenn nicht wir. Und damit bin ich am Ende.